Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Knife Unboxing 2.0. Und heute hebeln wir mal wieder 10 Kisten auf. Jetzt wollte ich schon sagen 2. Und ich bin hier mit dem neuen noch nicht so ganz vertraut. So, ich habe 10 Spectrum 1 Kisten am Start. Ich erhoffe mir natürlich nur das Beste. 10 Knives oder so wäre da schon nice. Darunter wäre alles kacke. Aber wir starten mal easy mit einem Peter 50. Oh. Krasse Sache. Was ich noch einmal ansprechen wollte, weil jetzt lässt es so wenig Videos kommen. Ich bin momentan sehr viel Stress auf der Arbeit und dann eigentlich gar keine Zeit bzw. Motivation, dass ich dann hier noch Videos mache. Und kann eigentlich zeitlich gesehen nur noch samstags was aufnehmen. Und wenn ich mir das jetzt so anziehe, was ich jetzt hier so ziehe, aber das ist glaube ich auch neu, dass man das jetzt so 360 Grad durchspinnen kann, so. Das war glaube ich vorhin noch nicht, da hatte man irgendwann, also konnte man knapp 360 Grad spinnen und dann stand es irgendwie an. Aber das juckt mich eigentlich jetzt auch nicht bei den Blueskins. Warte mal. So, man kann die Sachen schon inspekten. Außer den seltenen Spezialgegenstand. Hm, interessant. Ist aber auch nicht so nice. Kann man sich dann, wenn man eine neue Kiste released wird, die Skins gleich viel besser reinziehen. Ja. Aber es ist eigentlich so wie immer, ich ziehe wieder nur Blue. Die Road to Glove Unboxing-Serie ist ja schon vorbei, da habe ich jetzt vor 3 Wochen, glaube ich, die Handschuhe gezogen. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann sich das ja reinziehen. Das ist halt einfach die letzte Road to Glove Unboxing-Folge. Was gibt es noch zum Erzählen? Giveaway läuft ja noch. Shadow Daggers Crimson Web gehen ja raus. Da werde ich euch das für die, was noch nicht teilnehmen, das Video auch dazu verlinken in der Infobox. Und noch was ganz krasses ist geschehen, wer von euch kennt zum Beispiel Clockwork 4? Das meiner Meinung nach beste CSGO-Edit, was es so auf dem Planeten gibt. Und der Boy, was das CSGO Clockwork Edit 4 gemacht hat, hat jetzt auch den 5. Teil rausgehauen. Das empfehle ich euch, ist wirklich ein Hammer-Video. Ich werde es auch in der Videobeschreibung verlinken, könnt ihr mal reinziehen, das ist wirklich... Ich glaube, das Video dauert 5 Minuten und das sind keine verlorenen 5 Minuten, also die lohnen sich echt. Bis der Boy so anstellt mit seinen Ads, das ist krass. Manche sagen, das ist schon zu viel überarbeitet, aber meiner Meinung nach ist das ist einfach Kunst. Der arbeitet da ein Jahr lang an diesem Video. Abnormal. Und das, was ich hier ziehe, ist auch abnormal. Das ist... Alles blau bis zweimal violett. Ja, nice. So, die letzten 2 Kisten. Aber ist ja halb so wild. Das ist jetzt sozusagen die 3. Folge. Das heißt, 30 Kisten hätte ich dann am Schluss. Und mit 30 Kisten kann ich eigentlich auch noch leben. Aber irgendwie was Rosenes oder Red oder Knife wäre halt doch nice. Ich reibe jetzt einfach mal da hier die untere Reihe. Geben. Ja, bitte. Es ist ja wirklich so ein Scam. Es ist, CSGO läuft momentan absolut nicht. Es, keine Ahnung, ich ziehe nur Bullshit. Aber seit dem Summer Sale ist CSGO sowieso unspielbar. Du kannst kein Matchmaking mehr spielen, ohne dass du einen Gegner im Team hast. Also, nein. Gegnerteam den Typen hast, der was halt so 40-50 Kills auf easy macht. Woran kann das nur liegen? Entweder der übelste Smurf oder hat einfach einen Waller an. Ist traurig momentan. Deswegen auch bin ich wieder LE. So lang, also weit unten war ich schon lange nicht mehr, glaube ich schon ein halbes Jahr, ja, aber gut. Macht aber dafür dann das Hochranken wieder mehr Spaß.
Ja, aber dann war es jetzt dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video, wie gesagt. Sorry dafür, dass in letzter Zeit eher weniger Videos kommen, aber das wird jetzt wahrscheinlich auch so weitergehen, weil es wird immer mehr Arbeit und nicht weniger und immer mehr Stress und jo. 2 Wochen habe ich dann 2 Wochen frei. Wobei eine Woche davon bin ich auf einem Festival, die andere Woche muss ich dann zu Hause helfen. Und ja, es wird nicht besser. Aber wie gesagt, der Giveaway läuft noch. Das werde ich euch verlinken. Hier die Shadow Daggers. Ah, nicht Crimson Web, Ultraviolett gehen raus. Wie gesagt, egal. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und das Video von Clockwork 5 verlinke ich euch auch. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen und hilft mir auch sehr viel weiter. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welche Kiste ich beim nächsten Mal aufhebeln soll. Ihr entscheidet. Und dann sage ich auch noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.